Es sind die letzten Kilometer einer langen Saison. Für zwei Spiele nochmal das körpereigene System hochfahren, bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht. Die deutsche Nationalmannschaft vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland. Wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird, gerade auswärts jetzt auch in der Phase der Saison, diese Spiele zu absolvieren. Aber wir wissen, dass es einfach notwendig ist, die 6 Punkte zu holen. Wir wollen natürlich auch nach dem guten Spiel in Holland so weitermachen. Wir wollen versuchen, gewisse Abläufe, die wir auch im Training einstudieren, auch auf den Platz zu bringen. Und das wollen wir möglicherweise so durchziehen, dass wir halt im nächsten Sommer bei der EM 2020 so gut dastehen, dass wir so konkurrenzfähig sind, um den Titel natürlich zu gewinnen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das 3:2 im ersten Quali-Spiel in den Niederlanden allerdings ein guter Anfang. Aber die DFB-Elf plagen Verletzungssorgen. Nicht auf dem Platz, sondern auf der Bank. Bundestrainer Joachim Löw fällt mit einer Brustverletzung aus. Sein Stellvertreter, Co-Trainer Markus Sorg. Vom Grundprinzip her ändert sich nichts. Wir haben die gleiche Idee, wie der Manu gerade gesagt hat. Wir müssen in den Spielen konsequent sein, konzentriert sein und einfach versuchen, die 3 Punkte in beiden Spielen zu holen. Und das wollen wir mit dem Bundestrainer und auch ohne den Bundestrainer. Und deshalb von der Grundidee ändert sich nichts, nein. Warum auch ändern, was sich gerade erst bewährt hat? Die neue deutsche Fußballwelle. Tempo-Fußball und Explosivität statt Ballbesitzfußball und Kontrolle. Wir hoffen natürlich, dass es sehr schnell geht, dass wir eine schnelle Entwicklung nehmen, auch als Mannschaft und auch im Punkto Führungsstil. Wir wissen alle, wie Jonathan gerade gesagt hat, dass auch gerade die jungen Spieler Verantwortung übernehmen müssen. Und das merkt man auch in den Trainingseinheiten. Es ist so, dass alle sehr motiviert sind. Es wird viel gesprochen. Die Kommunikation ist wichtig für uns auf dem Platz. Und wir hoffen dadurch, dass wir uns auch so Ziele gesetzt haben, um weitere Schritte für die Mannschaft im Fußball zu nehmen, einfach, dass es so schnell wie möglich geht. Und wir wollen natürlich im nächsten Sommer angreifen. Der Kapitän geht, zumindest verbal, voran. Zunächst gilt aber, die Pflicht gegen Weißrussland und Estland erfüllen. Dann dürfen auch die deutschen Nationalspieler erst einmal die Beine hochlegen.